Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Mavendo. Ja, und heute wird es um HTML gehen, also die ganzen Seiten, die ihr schon kennt. Man kann das hier drin programmieren, mit diesem normalen Editor. Ich mache es in Notepad++. Googelt einfach mal Notepad++. Enter. Und jetzt, Moment. Tada, zum Beispiel hier bei Chip runterladen. Ist umsonst und ja. Okay, gut, dann gehen wir zurück zum Dings. Also mit was fängt das an? Erstmal stellen wir hier die Sprache, das kann man im Editor nicht machen, auf HTML. So, dann fangen wir mit dem ersten Befehl an, also das heißt HTML. Das ist der Anfang jeder HTML-Seite. Wir machen ein bisschen Platz. Da kommt nämlich dann die gesamte Seite rein. Und dann hier Schluss HTML. Diese Klammern, das sind die Tags, das hier, die begrenzen diesen Befehl. Das hier sind die Befehle. Okay. Dann als nächstes kommt der Head, der Kopf des Ganzen. Ein bisschen runter und schließen den Head schon mal vorher. So, in diesen Kopf kommt jetzt das hier rein. Wir möchten diesen Titel hier haben und wenn wir das mal ins Englische übersetzen. Title ist dann der Befehl. Titel, auch Title genannt. Und jetzt können wir da reinschreiben, das ist mein Test. Ups, Test bitte T. Und dann schließen wir das wieder. Übrigens, die Groß- und Kleinschreibung der Befehle ist egal. Und dann kommt das Eigentliche. Das ist der Body. Der Körper, wo das Ganze drinnen steht. Und den schließen wir auch gleich wieder. Und wenn wir jetzt hier was reinschreiben, zum Beispiel, das ist die erste Zeile, dann und jetzt dann da unten einfach weiterschreiben, in gutem Glauben, dass er auch eine neue Zeile macht. Glauben, dass er jetzt einfach mal eine neue Zeile macht. Dann haben wir uns da geschnitten. Und zwar würde ich nämlich jetzt erstmal das hier in ein P setzen. Das ist ein Absatz. Ich weiß auch nicht, wie das P heißt. Kommt bestimmt auch irgendwie aus dem Englischen. Und dann, wenn wir hier fertig sind, Strich P. So, jetzt möchten wir das Ganze hier in einem... Ach, übrigens, nach einem Absatz wird immer eine neue Zeile geschaltet. Jetzt möchten wir hier noch eine neue Zeile haben, denn hier wird keine gemacht, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Dafür machen wir BR, Zeilenumbruch, kann man sich das merken, Bruch. Und jetzt haben wir hier im Absatz eine neue Zeile. Okay, dann schreiben wir einfach da unten weiter, es kommt eine neue Zeile. Das ist zum Beispiel eine Überschrift. So, jetzt möchten wir dann eine Überschrift haben, also eine große Sache, groß. Überschrift heißt im Englischen Headline und das hier heißt H, also H1. Das ist die größte Überschrift, das geht glaube ich bis H16 oder so, ist dann ganz klein, oder H10 oder sowas. Dann schließen wir die H1 wieder. Übrigens wird nach einer Überschrift eine gleich automatisch eine neue Zeile gesetzt, das ist wie ein Absatz. Und das ist die vierte Zeile, nur damit man das sieht, dass hier ein neuer Absatz, eine neue leere Zeile ist. Okay, können wir jetzt hier mit Launch in Firefox machen, mit dem Dings, mit dem tollen Notepad++. Gut, können wir hier auch reinkopieren und können wir halt auch mal meinen ganzen Code kopieren. Das mache ich jetzt, nur damit man sieht, dass es auch im Editor funktioniert. Das ist jetzt der Editor, schaut nicht so gut aus, finde ich. Speichern unter irgendwas, bla bla bla, Punkt HTML, ABC, Punkt HTML. Und man muss hier noch alle Dateien machen, ups. Sonst funktioniert das irgendwie nicht. Jetzt hat sich wahrscheinlich wieder der Editor aufgehängt, aber gut.
Währenddessen launchen wir das gleich jetzt hier mal. Also wir füllen uns jetzt Firefox aus. Und der ist immer noch down. Nein, nicht mehr. Alle Dateien speichern. So, gut. abc.html habe ich das jetzt mal genannt. Und das mache ich jetzt nur mal, damit man... Ja, ups, das funktioniert jetzt nicht ganz, aber... Gut, naja, schade eigentlich. Normalerweise funktioniert es, aber muss man vorher abspeichern. Gut, und jetzt sehen wir hier unsere erste HTML-Seite. Wir sehen hier den Titel, den wir festgelegt haben. Wir sehen die erste Zeile, zweite Zeile mit einer neuen Leerzeile. Die zweite Zeile haben wir dem Break zu verdanken. Oder dem PR, dem Bruch. Dann die Überschrift. Und dann da unten die vierte Zeile, so quasi hier, die Überschrift wieder mit der Leerzeile. Okay, es wird dann später noch weitergehen mit irgendwelchen Verlinkungen. Aber ich glaube, für den jetzigen Standpunkt ist das schon mal ganz gut. Ciao, euer Melvin Duff.